Fragen stellen, auch an Sie, Frau Simoneit-Barum. Corona und Kultur ist der Titel heute Abend. Wie passen diese beiden Worte überhaupt zusammen und vielleicht aus Ihrer persönlichen Erfahrung, was waren die Herausforderungen für Sie im letzten Jahr? Nun, Corona und Kultur passen erstmal überhaupt nicht zusammen, denn Corona trennt die Menschen und kulturelle Veranstaltungen sollen sie zusammenbringen, sollen die Interaktion fördern zwischen Menschen, zwischen Kulturen, zwischen Völkern. Und ja, Corona hat uns alle eingesperrt und dementsprechend uns als Künstlern insgesamt ein Berufsverbot erteilt. Und dementsprechend ist das letzte Jahr, denke ich, für die meisten von uns und natürlich auch für viele andere Branchen mehr als schwer gewesen. Ja, das können wir uns alle, glaube ich, gut vorstellen. Was waren genau die Herausforderungen, mit denen Sie sich konfrontiert gesehen haben? Nun, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin privilegiert. Ich habe bestimmt, sage ich mal, in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis noch die wenigsten Probleme gehabt, außer dass ich psychisch die Wände hochgegangen bin, weil mir eben die Auftrittsmöglichkeiten gefehlt haben. Ich war 30 Jahre fest angestellt als Schauspielerin. Das gibt es fast gar nicht in der Lindenstraße. Habe dadurch im letzten Jahr vom Arbeitslosengeld profitiert. Ich habe Arbeitslosengeld bekommen und habe jetzt aufgrund meiner Möglichkeiten und weil ich natürlich auch unbedingt arbeiten wollte, glücklicherweise eine Anstellung gefunden. Ich bin nun in der Veranstaltungsleitung der Landesgartenschau 2022 in Bad Gandersheim und bin also glücklicherweise beschäftigt. Anders als sonst, 8 Stunden im Büro, aber ich bin sehr dankbar. Es hat immer noch mit Kreativen zu tun und mit einem hoffentlich Corona-freien 2022, auf das ich hinarbeiten kann. Insgesamt aber, was hat das Jahr, das letzte Jahr bedeutet für alle Künstler und Kulturschaffende? Und ich möchte insbesondere hier auch auf die Zirkus- und die Schaustellebetriebe eingehen, nicht nur auf die Solokünstler, denn das ist ja mein familiäres Umfeld, da komme ich her und das liegt mir natürlich am Herzen. Und gerade diese ja, Branche wird dann doch eher weniger erwähnt in den Medien, die Schausteller und die Zirkusleute. Und die haben nun, denke ich, ja, fast am meisten gelitten, denn da besteht null Umsatz seit dem letzten Winter. Null. Und wo bleiben diese Menschen? Wo bleiben die Menschen? Wo bleiben diese Existenzen? Das ist eine ganz, ganz dringende und wichtige Frage. Dr. Stefan Birkner, um vielleicht auch gleich die politische Perspektive ein bisschen mit einzubringen. Wir befinden uns gerade im Lockdown, sehr vieles, fast alles hat geschlossen, aber es waren ja zwischenzeitlich auch immer mal wieder Öffnungen im Gespräch und Konzepte, mit denen vielleicht Öffnungen auch möglich sind. Als Beispiel hat zum Beispiel der Florentiner Dom ein Konzept gehabt, wo die Besucher eine Art Halsband umbekommen haben, das gepiept hat, wenn man jemand anderem zu nahe gekommen ist, um so quasi sicherzustellen, dass die Abstände auch eingehalten werden. Gibt es da nicht irgendwie Perspektiven oder Möglichkeiten, unter Abständen und so weiter die Kulturschaffenden und die Kulturbetriebe mehr zu unterstützen? Ich komme gleich auf die Frage zurück. Ich möchte das erste, als erstes nochmal aufgreifen, auch was Frau Simoneit-Barum gerade, denke ich, nochmal deutlich gemacht hat, dass in der politischen Debatte wir uns über die Konsequenzen dessen, was Corona bedeutet, uns das, glaube ich, immer wieder vergewissern müssen. Also das ist faktisch, so wie es eben auch gesagt wurde, ein Berufsverbot. Also Menschen können das, wofür sie also womit sie ihr Geld verdienen, aber auch das, wofür sie brennen, nicht ausüben. Und ich glaube, dieser existenziellen Bedeutung, die glaube ich, in besonderer Weise eben im Bereich der Solo-Selbstständigen, aber insbesondere gerade im kulturellen Bereich besonders hervortritt, das muss man sich immer wieder klar machen. Also ich glaube, wir müssen verhindern und dürfen nicht sozusagen da reinrutschen, dass man das irgendwie hinnimmt. Ne? Das ist wirklich eine existenzielle Frage. Also ich glaube, das ist, glaube ich, immer wichtig in der politischen Debatte immer zu berücksichtigen. Und das führt auch schon zum zweiten Punkt, dass bei alledem, was wir machen, wird das gesamte Bild in den Blick, glaube ich, denke ich, nehmen müssen. Also auch die Folgen für die Betroffenen. Also wir müssen natürlich, und das soll es überhaupt nicht irgendwie kleinreden, die gesundheitlichen Folgen, die gesundheitlichen Risiken und wirklich die Belastung, Gesundheitssystem und so weiter, das sind alles maßgebliche Kriterien. Wir müssen aber auch die Folgen auf der anderen Seite für die Betroffenen mit in den Blick nehmen. Und da jenseits der Frage, wie kann ich unterstützen, also wie kann der Staat unterstützen, glaube ich, ist wichtig, da eben genau solche Dinge zu jetzt schon, also in Zeiten, in denen man sich vorbereiten sollte auf die Frage, wie sehen eigentlich Lockerungskonzepte aus, schon jetzt darüber
nachzudenken und Konzepte zu entwickeln, die tragfähig sind, um dann, wenn Infektionszahlen nachlassen, auch tatsächlich wieder in den kulturellen Betrieb schnell zu kommen. Und da sind halt, glaube ich, denke ich, solche Lösungen, wie eben genannt, aus Italien, sind natürlich Ideen, die man dann aufgreifen muss, weil es ja letztlich darum geht, die Infektion zu verhindern. Das heißt, wir brauchen Konzepte, die dann auch tragfähig sind. Und im Moment sind wir leider wieder in so einer Phase, wo man sagt, eigentlich sollten wir uns gar nicht bewegen, um quasi gar kein Risiko zu haben. Aber wir müssen dazu kommen, wieder differenzierter vorgehen zu können. Und dafür brauchen wir dann solche Konzepte. Und deshalb ist, glaube ich, gerade der Kulturbereich einer, wo man sehr stark differenzieren kann und sehr stark differenzieren muss, um dann eben auch die Dinge, die vertretbar sind, auch schnell wieder möglich zu machen. Deshalb plädieren wir und ja immer dafür, lasst uns mit Hygienekonzepten differenziert vorgehen. Ja, und da gibt es inzwischen auch Untersuchungen für zum Beispiel Konzertsäle, wie man das machen kann. Und da müssen wir noch mehr machen, glaube ich, als das, was ich zumindest wahrnehme. Das ist eben genau das. Also das Überleben der Veranstaltungsbranche insgesamt wird stark davon abhängen, ob und zu welchem Zeitpunkt es möglich ist, einen verbindlichen Fahrplan aus dem Verbot von Veranstaltungsdurchführungen zu erstellen. Denn wenn dies aufgrund der Pandemieentwicklung mittelfristig nicht denkbar ist und die zugesagten finanziellen Unterstützungen nicht der oder viel zu spät fließen, dann und diese, sage ich mal, in den kommenden Monaten durch einfache Überbrückungshilfen ersetzt werden, sind Insolvenzen unvermeidbar. Und das gilt genauso für Veranstalter, für kleine und größere Theater, für Veranstalter von Jahrmärkten und Festen, für Schausteller mit eigenen Geschäften, als auch für Solo-Selbstständige. Und das ist der Punkt. Man kann nicht wirklich planen. Veranstalter haben natürlich Angst zu planen, denn da in die Vorkasse zu gehen, das ist allen schon zu Beginn der Saison 2020 passiert, teilweise auch schon in den Vorbereitungen auf Weihnachten 20 auf 21. Glücklicherweise war da dann schon, sage ich mal, die Vorsicht da, dass die meisten Veranstalter da schon gar nicht eben in die Werbung gegangen sind, sondern gesagt haben, okay, wir lassen es lieber sein. Der Sommer hat natürlich ein bisschen etwas geweckt, dass man dachte, okay, na, vielleicht geht es doch ins Weihnachtsgeschäft, vielleicht können wir das ein bisschen mitnehmen. Und das ist eben jetzt natürlich die große Angst. Also für mich fühlt es sich ja jetzt auch schon wieder so an, als würden wir 2020 1:1 überholen, wiederholen. Und das macht ja allen so ein bisschen Angst, dieses Gefühl, oh mein Gott, wird dieses Jahr jetzt wirklich genau wie das nächste? Haben wir zum Sommer eine kleine Erholung, freuen uns vielleicht, dass wir wieder auf die Bühnen können, dass wir raus können mit unseren Geschäften und dann wird wieder alles eingestampft. Also das ist für mich einfach natürlich keine Perspektive. Also weil wir wollen Corona nicht verbreiten, wir wollen nicht krank werden, wir wollen niemanden krank machen. Also das ist ganz klar, es geht nicht darum, da irgendetwas klein zu reden oder eben diese Maßnahmen auch nicht zu verstehen. Aber man braucht eine Perspektive. Man muss wissen, wie kommt man durch das Jahr, wie wird man überleben. Da gehe ich gern dann eben auch nochmal ins Detail ein auf diese verschiedenen Berufsgruppen. Und die dürfen eben nicht alleingelassen werden, falls es eben noch nicht weitergeht. Wir diskutieren ja, oder es fängt jetzt eine Diskussion an über diese Stufenpläne. Schleswig-Holstein hat heute einen so schon mal beschlossen oder zumindest auf den Weg gebracht und auch in Niedersachsen wird das diskutiert. Und ich kenne die jetzt noch nicht im Detail, ne, weil das ist innerhalb der Regierung. Aber was man so hört, soll das in die Richtung gehen, dass das quasi sehr, ich sag mal, flexibel am Infektionsgeschehen entlang orientiert ist. Also wenn die Infektionen zunehmen, müssen wieder bestimmte Bereiche zurücktreten. Wenn sie nachlassen, kann man wieder bestimmte Öffnungen zulassen. Das ist vernünftig irgendwie erstmal, finde ich. Die Frage ist, also wenn man denn weiß, welcher Bereich wie viel tatsächlich beiträgt, ne? Also das ist noch ein offener Punkt. Aber würde Ihnen das sozusagen ja wahrscheinlich auch nicht die nötige Verlässlichkeit bringen, weil dann sind Sie ja, was Ihre Planung angeht und all das, was damit zusammenhängt, auch weiter eben mit Unsicherheiten belastet, die ja kaum eine vernünftige Jahresplanung oder Ähnliches möglich machen würde. Also das würde Ihnen wahrscheinlich gar nicht helfen, ne? Also nein, Ihrer Branche dann insbesondere. Das funktioniert einfach nicht, weil selbstverständlich, ja. Also wir können als Beispiel nehmen zum Beispiel einen Zirkus, von dem es ja in Deutschland und in Europa doch einige große noch gibt, die ansonsten sehr erfolgreich arbeiten, wenn sie nicht eben gerade weggesperrt sind in ihren Winterquartieren. Da ist eine Planung praktisch von fast einem Jahr nötig. Die Tourneeplanung ist nötig. Die Künstler und die Mitarbeiter, die international anreisen, müssen irgendwo Planungssicherheit haben. Das ist ja genau das, was passiert ist. Im März 2020, die großen Zirkusbetriebe, ob Roncalli, Charles Knie, Krone, an verschiedenen Standorten in Deutschland und
natürlich auch in allen anderen Ländern Europas, das ist ja nicht nur ein deutsches Problem, waren bereit, ihre Tore zu öffnen, ihre Tourneen zu beginnen, und auf einmal wurde alles abgesagt. Das heißt, es wurde kein Cent verdient, sehr, sehr, sehr viele Tausende, zigtausende Euro ausgegeben und alle standen auf der Straße. Und das will natürlich niemand mehr wagen. Kein Varieté, kein Theater, kein Zirkus, auch kein Schausteller möchte das wieder wagen, möchte voller Freude und mit viel Vorkasse rausfahren oder beziehungsweise in die Werbung gehen und in die Proben gehen, um dann einfach mal wieder zu schließen, weil der Inzidenzwert jetzt plötzlich wieder auf über 50 ist. Also so kann man nicht planen. Man braucht eine Sicherheit, man braucht vor allen Dingen eine finanzielle Sicherheit, damit, wenn so etwas passiert, ja, man überhaupt bis dahin überlebt. Und ich sage gerade bei Solo-Selbstständigen, wenn man jetzt mal guckt auf eben auf die Musiker, auf die Tänzer, auf die Schausteller, auf die Artisten, die selbstständig arbeiten, die in der Künstlersozialkasse sind beispielsweise. Was machen die? Die Reserven sind aufgebraucht. Die Hilfen natürlich sind bei einem Antrag da, wo es geht. Die meisten haben die Novemberhilfe noch nicht bekommen. Manche haben einen Abschlag bekommen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Geschichten. Es geht aber tatsächlich ums nackte Überleben. Jetzt will man vielleicht noch etwas dazu verdienen. Es geht nur bis 450 Euro, denn sonst könnte man aus der Künstlersozialkasse fliegen. Und das ist eben einfach auch schon mal ein Punkt. Man sagt, wenn man daran schon mal arbeitet und guckt, dass eben alle Künstler, die zum Beispiel Impfzentren sprechen gerade vermehrt auch Künstler an, ob da geholfen werden kann. Jeder möchte sich beschäftigen, selbstverständlich. Aber wenn man immer darauf gucken muss, dass man bei diesen 450 Euro bleibt, wie soll man sein Überleben sichern? Niemand will aus der Künstlersozialkasse fliegen. Für alle, die es nicht wissen, die Künstlersozialkasse ist das wichtigste Element im deutschen Leben eines Kunstschaffenden, Kulturschaffenden. Dadurch werden Rentenbeträge einbezahlt, man bezahlt einen Fernbeitrag an die Krankenkasse. Das ist die Absicherung. Niemand will aus der Künstlersozialkasse fliegen und dann wieder versuchen, reinzukommen. Man muss dann wieder Verträge vorweisen und so weiter. Das ist ein unglaublich komplizierter Prozess. Und wie wieder reinkommen, wenn es keine Verträge gibt? Vielleicht gibt es erst ab 2023 wieder Verträge. Also ne, das ist natürlich eine große Angst. Da wäre etwas, es gibt eine Petition im Moment, die zum Beispiel fordert, eine Art Grundeinkommen zu sichern für Solo-Selbstständige um die 1.800 Euro. Denn viele Solo-Selbstständige konnten eben auch nicht von den Hilfen im letzten Jahr profitieren, denn da ging es um Fixkosten. Jetzt hat aber zum Beispiel ne, eine Sängerin, die hat ihre Wohnung, die hat ihre Gitarre, hat vielleicht nicht die größten Fixkosten. Alles, was sie aber verdient, geht in den Mund, geht in ihre Miete, geht in ihr Leben. Na, also da wurden dann einfach natürlich viele Menschen überhaupt nicht mit aufgefangen oder waren gezwungen, wieder Geld zurückzubezahlen. So kann es nicht gehen. Und wir können natürlich auch jetzt nicht alle umschulen und plötzlich einen seriösen Job machen, wie man so schön sagt, wie ich jetzt gerade. Denn wo ist die Kultur dann? Wo ist unsere Kunstszene? Wo sind unsere Live-Erlebnisse für die ganze Familie? Und wir wollen ja eben auch nicht, dass die Menschen sich zukünftig nur noch in ihre Komfortzone zurückziehen und vor Netflix sitzen und Essen bestellen. Wir wollen ja, dass die Menschen wieder rausgehen in die Restaurants, in die Theater, in die Opern, auf die Jahrmärkte. Wir wollen dieses Leben ja wieder haben. Selbst wenn wir noch 10 Jahre Maske tragen müssen, dann machen wir es halt. Ich denke, das ist das kleinste Problem. Aber man braucht ein Konzept, dass es diese Betriebe und dass es diese Künstler einfach dann auch noch gibt. Ja. Kultur ist ein seriöser Beruf, natürlich, das stimmt. Ja, absolut. Aber ich nehme das so ein bisschen auf die Schippe, weil ich ja jetzt auch vermehrt darauf angesprochen werde. Ah, jetzt hast du eine richtige Arbeit. So, als hätte ich 30 Jahre nicht gearbeitet. Plötzlich habe ich eine richtige Arbeit, weil ich hinter einem Schreibtisch sitze. So meine ich das. Sie haben es gerade auch angesprochen, ein großes Problem sind die Ausfallhonorare quasi, dass Auftritte abgesagt werden und ausfallen und man dann eben keine Einnahmen mehr hat. Da ist jetzt die Frage, vielleicht auch Herr Dr. Birkner an Sie, kann man nicht Ausfallhonorare bezahlen? Also dass quasi auch, wenn Veranstaltungen kurzzeitig abgesagt werden, dass man da dann nicht einspringt, der Staat einspringt, insbesondere natürlich bei staatlich geförderten Veranstaltern, aber vielleicht auch darüber hinaus, wäre das nicht eine Möglichkeit? Unkompliziert und schnell am besten. Ja, genau, genau das sowieso. Also das ist ja der eine Punkt, also dass das letzte Stichwort unkompliziert und schnell, was wir jetzt an vielen Stellen hören und hier halt eben von Frau Simonet-Barum eben auch nochmal gehört haben, dass eben es eben viel zu verzögert ankommt, ne? Entweder mit Abschlag oder eben zu spät. Also das ist natürlich ein Umstand, der super ärgerlich ist. Also es ist, ne, das ist...
die Politik tritt an mit, wir helfen mit großer Macht und irgendwie kommt nichts an. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen will. Da muss schnell geholfen werden. Ausfallhonorare, ja, ich finde schon, dass insbesondere da, wo der Staat als Auftraggeber in Betracht kommt, ist das natürlich ein Thema, aber auch insgesamt, das geht so ein bisschen in die Richtung, die auch eben angesprochen wurde, unsere Überlegungen, Gedanken und auch ein Gesetzentwurf, den wir dazu schon mal eingebracht hatten, in den Landtag, dass man quasi eher in Richtung Entschädigung geht. Ja? Also, weil das am Ende staatlich veranlasste Schließungen sind und sind wir der Auffassung, dass der Staat dann nicht an, ich sag mal, den Fixkosten orientiert, sondern an dem Ausfall, den man hat, an den Einnahmen orientiert am Ende oder am Gewinn orientiert, dann eben entsprechend mit einem bestimmten Satz, also sagen wir mal 75% war das, was wir uns vorgestellt hatten, in unserem Gesetzentwurf einspringt und einsteigt. Also insofern ist das ein Stück weit vergleichbar mit dieser Idee ich habe es mir gerade notiert, das war diese Petition zum Künstlergrundeinkommen, sage ich mal. Ne? Also genau, was da... Ja. Diskutiert wurde. Denn, ja, also zumindest soweit ich es sehe oder soweit ich das überblicke, ist gerade die Kunstszene, die Kulturszene in einer besonderen Situation, die auch dann, denke ich, eine entsprechende Antwort rechtfertigt seitens des Staates. Die ja an anderer Stelle auch gefunden werden, ne? Besondere Antworten. Also wenn ich mir Unterstützung für Reiseunternehmen oder Ähnliches angucke. Also und insofern, wenn wir die Kulturszene über diese Krise hinwegbringen wollen, werden wir zu anderen Modellen kommen müssen. Aus unserer Sicht kann das in Richtung Entschädigung gehen, ob das dann Entschädigung heißt oder Grundeinkommen. Das ist, glaube ich, spielt keine Rolle am Ende. Wichtig ist, dass dort eine auskömmliche Sicherung gegeben ist. Und da, Frau Simona Baran, da würde mich nochmal interessieren, weil das ist mir bei den bei der Veranstaltungsbranche im hohen Maße immer begegnet. Alarmstufe Rot, die da unterwegs waren, die sich... Also weil ja, es gibt ja dieses Modell quasi eines vereinfachten Zugangs zur Grundsicherung. Ne? Also sozusagen Hartz IV vereinfacht den Zugang zu machen. Das ist da auf massive Ablehnung gestoßen, weil also zum einen die gesagt haben, wir wollen genau das eben nicht. Wir wollen nicht in dieses, ich sag mal, System irgendwie hineinkommen, weil wir uns als Unternehmer verstehen und wir sind dann nicht, ja. Ne, wir ist staatlich veranlasst. Also sucht euch einen anderen Weg. Wird das da genauso gesehen? Oder also weil da gibt es ja ein Angebot, ne? Also zu sagen, ihr kommt vereinfacht in die Grundsicherung rein. Ja, das ist eben nicht richtig und auch nicht so einfach umsetzbar. Ich habe es familiär selbst erlebt, dass eben da die Überlegung war, dann wieder von einzelnen Hartz IV zu beantragen. Es soll vereinfacht sein und dennoch soll man ja alles offenlegen. Und wenn man Grundbesitz hat oder Eigentum und so weiter, wird das dann doch alles sehr, sehr schwierig. Und das kann es nicht sein. Man hat ja nicht tatsächlich brotlose Kunst gemacht sein Leben lang. Man hat sich etwas aufgebaut im besten Fall und soll dann praktisch, ja, sich derart offenlegen, als hätte man alles verloren, hat man ja nicht, aber man muss weiter existieren können. Und es gibt ein Berufsverbot seitens des Staates. Das ist einfach so, aus welchen Gründen auch immer. Der Staat hat dieses Berufsverbot verhängt und deswegen muss der Staat in dem Moment sich auch dann um diese Menschen kümmern. Und es kann nicht sein, dass wir eben dann in diesem Moment praktisch zu alles zurückschrauben müssen, um dann eben Hartz IV zu beantragen. Denn das ist ja nicht der Status quo. Es werden ja weiter Steuern bezahlt. Es wird allem nachgekommen, was von einem verlangt wird. Und deswegen finde ich diese Petition zum Beispiel für ein vorbehaltloses Fixum zum Beispiel von monatlich 1.180 Euro für Solo-Selbstständige, zuzüglich Kinderzuschläge, Betriebskostenausgleich und so weiter für das Jahr vernünftiger. Denn man sieht ja, man kann ja nachweisen, was machen diese Menschen, was zahlen diese Menschen, was haben sie bisher erwirtschaftet, wollen wir, dass diese Sparte überlebt. Und das jetzt also einmal die Solo-Selbstständigen und wenn wir dann hingehen zu den Firmen wie zum Beispiel Theater,
eben private Theater, ich meine nicht staatliche Theater, sondern kleine private Theater oder eben Zirkusbetriebe, die ja auch nicht staatlich gefördert werden, oder eben Schausteller, von denen man weiß, sie hatten jetzt ein Jahr lang keinen Umsatz. Letzter Umsatz, 8. Januar 2020. Menschen haben ihre Lebensversicherungen auslösen müssen, teilweise damit Kredite abbezahlt werden können. Diese riesigen Geschäfte, Achterbahnen, was auch immer, ne? Das kostet ja alles monatlich Geld. Die wenigsten haben das mal eben bar bezahlt, sondern haben da unglaubliche Kosten, auf denen sie sitzen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute daran gedacht haben, sich in der Garage aufzuhängen. Das haben sie ja mehr getan, als wir tatsächlich wissen, weil das natürlich auch so nicht kommuniziert wird, mit Grund. Aber wir haben hier ein Riesenproblem. Wir haben wirklich ein Riesenproblem, und diese Menschen und diese Organisationen müssen aufgefangen werden. Und wie es natürlich bei Alarmstufe Rot kommuniziert wurde, zieht das ja einen Rattenschwanz nach sich. Ne? Wir reden jetzt gerade von denen, die auf der Bühne stehen oder die Direktoren sind. Was ist eben mit den Tonmenschen? Was ist eben mit den Riggern? Was ist mit den Stallburschen? Also das zieht sich ja natürlich, ne, wie so eine Krake in alle Bereiche. Und das alles sind Existenzen. Und was mir eben auch noch wichtig war, weil Sie es vorhin gesagt hatten, Hygienekonzept. Also viele verstehen es ja nicht so richtig. Warum müssen dann die Theater zumachen und die Restaurants, die sich bemüht haben, dann über Sommer ein Hygienekonzept zu entwickeln, die alles dafür getan haben, dass ein kontaktloses Erleben von Kultur tatsächlich möglich ist. Ich persönlich habe das Gefühl, es ist einfach so, weil die Politik natürlich auch selbst hilflos ist mit in dieser Situation und dementsprechend ja einfach mal Tabula Rasa macht und sagt, nein, niemand soll sich treffen, nirgendwo. Stattdessen, Sie sehen es wahrscheinlich selber, sind Freitagabend alle Menschen im Supermarkt, ja, weil sonst natürlich nichts geöffnet hat. Und alle müssen diesen keimigen Einkaufswagen schieben. Wo ich mir dann auch wieder denke, okay, warum, wieso, weshalb? Aber damit rennen wir gegen eine Wand. Wir brauchen natürlich Lösungen, und die werden wir nur in der Politik finden, wenn wir ja bitten. Also laut im Ruf. Das kann ich nochmal unterstreichen. Also das ist auch meine Einschätzung, dass man im Prinzip im Moment wieder in so einer Situation ist, wo man eben die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen nicht mehr weiß und auch nicht mehr weiß, wo das Infektionsgeschehen irgendwie stattfindet. Und deshalb wird einfach alles lahmgelegt. Stefan Weil als Ministerpräsident hat das jetzt auch nochmal bestätigt. Ne? Es sei jetzt nicht die Zeit für Blattschüsse, sondern eben für die Schrotflinte, war ein Zitat von ein, zwei Tagen. Genau so ist es halt auch tatsächlich. Aber da müssen wir ja jetzt zügig wieder rauskommen. Ne? Also durch Kontaktnachverfolgung ermöglichen, Gesundheitsämter stärken, das hängt ja am Ende alles mit zusammen. Und dann müssen wir zu differenzierten Konzepten kommen. Und gerade, also gibt es ja auch Untersuchungen von Wissenschaftlern, die sich gerade mit Theatern und Opernhäusern und Ähnlichem befasst haben, wo da wie die Infektionsgefahren tatsächlich sind. Also da weiß man schon viel, viel mehr als am Anfang der Pandemie. Und da müssen wir, denke ich, hinkommen, da auch wieder dann Dinge zuzulassen und dann aber auch verlässlich zuzulassen, anhand des tatsächlichen Infektionsrisikos orientiert. Und da ist sicherlich das Stichwort, ich sage mal, Kunst- und Kulturbranche sehr, sehr breit. Da gibt es dann wahrscheinlich Sachen, die gehen, und andere Sachen, die gehen nicht. Da wird man dann wahrscheinlich auch nochmal genauer hingucken müssen, was im Einzelnen dann unter diesem Stichwort Hygienekonzept wie auch umsetzbar und machbar ist. Aber diese Differenzierungsleistung, denke ich auch, die müssen wir erbringen. Denn nochmal zum Eingang zurück sozusagen, das ist ja kein Dauer, es darf kein Normalzustand werden oder Dauerzustand, wo wir uns befinden, sondern es ist immer noch eine krasse Ausnahme zu dem, was unsere Gesellschaftsordnung und unsere ganze freiheitliche Ordnung, und dazu gehört eben Kunst, Kultur ganz zentral dazu, eben gewährleisten muss. Ne? Also das ist eben nicht irgendwie nur zugebilligt, sondern es ist Ausdruck einer jedem zustehenden Freiheit, und da müssen wir eben wieder hinkommen. Da sind wir aber im Moment sehr, sehr weit weg. Und meine Sorge ist immer so ein bisschen, dass man das irgendwie so sich irgendwie auch dran gewöhnt an sowas. Ne? Das darf aber auf gar keinen Fall passieren. Ne? Ja. Also. Das ist eben genau mein Gedanke. Also, dass die Gesellschaft sich daran gewöhnt, dass gewisse Dinge einfach nicht mehr stattfinden. Und gerade in Bezug zum Beispiel auf Zirkus und Schausteller finde ich es ganz, ganz traurig und ganz gefährlich, weil da eben sehr, sehr viele Menschen auch gar nicht erwähnt werden. Also wären die Schausteller im Sommer nicht durch Berlin gezogen oder durch München mit ihren großen LKW-Korsos, dann wäre es in den Medien überhaupt nichts davon zu hören gewesen. Denn es wurden immer nur erwähnt, ja, Konzerte, ja, Theater, ja, Oper, Varieté, Zirkus, Schausteller werden nicht erwähnt. Und das sind trotzdem, das ist eine Riesenbranche, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Europa, eine internationale Branche, wo Menschen zusammenkommen, die gestrandet sind, die jetzt auch
noch in irgendwelchen Varietéhäusern in ihren Garderoben sitzen und hoffen, dass es vielleicht Ostern weitergeht, weil die Leute so großzügig sind und sagen, ihr könnt hier bleiben, ihr müsst nicht in eure Heimatländer, sonst kommt ihr vielleicht nicht mehr zurück. Aber was ist, wenn Ostern eben nicht aufgeht? Was ist dann im Sommer? Und da muss diesen Häusern und eben diesen Menschen und diesen Individuen geholfen werden. Und was mir große Angst macht, ist das, was Sie sagen, dieses Reagieren auf die Pandemieentwicklung. Na, ja. Aber das ist genau das, was natürlich alle wieder dann umbringt. Und das darf es eben nicht sein. Man muss wissen können, kann ich mein Haus halten? Kann ich meine Achterbahn halten? Kann ich meinen Zirkus halten? Oder hat das nie wieder Sinn? Und da die laufenden Kosten zu decken, ist schwierig. Ich mache noch ein kleines Beispiel, weil das auch etwas ist, woran niemand denkt. Und zwar, es gibt viele kleine Zirkusbetriebe, die sich in den letzten Jahren darauf konzentriert haben, zum Beispiel Mitmachzirkus mit Schulen zu machen. Ja, also die ganz stark abhängig sind von den Schulen. Es wurde immer gefordert, sollen keine Tiere mehr sein und dies und jenes. Also hat man sich da ein bisschen umgedacht und zieht eben mit den Akrobaten zu den Schulen und macht da mit den Kindern diese Interaktion. Und da ist eben auch das Problem, dass das natürlich alles gekündigt wurde, alles wurde abgeblasen. Die Busunternehmen tatsächlich haben Aufwandsentschädigungen bekommen, die praktisch dann nicht mehr die Kinder dahin fahren mussten. Die Schulen haben Stornogebühren erlassen bekommen. Tatsächlich diese Zirkusse wurden komplett im Stich gelassen. Also da ist niemand gekommen und hat gesagt, okay, was ist euch durch die Lappen gegangen? Das heißt, die haben 14 Monate kein Geld verdient, null, nichts, müssen Kredite aufnehmen, um irgendwie zu überleben und sitzen da natürlich und haben nicht nur ihre Art zu leben genommen bekommen, denn das ist ja das Reisen, das ist ja dieses Unterwegssein, sich freuen auf den nächsten Auftritt, auf den nächsten Ort, das eint ja irgendwo alle, nicht nur die, die auf Rädern leben, aber es wird einfach vergessen im System, es wird komplett vergessen. Also all das, was so bürokratisch irgendwie Sinn macht, da wird irgendwie, ja, da wird sich gekümmert und ansonsten, ja, schaut mal, wo ihr bleibt. Und das sind dann ja tatsächlich von den Schulen, also von staatlichen Einrichtungen sozusagen Beauftragte gewesen. Ne? Die sollten ja, das ist natürlich krass. Ja, ja, das ist überhaupt nicht mehr nachvollziehbar dann. Ja. Ja, eben. Also deswegen wollte ich das Beispiel anführen, weil da eben natürlich Behörden hinter sind und das etwas eben nicht etwas ist, das eben ja privatrechtlich da geführt wurde, sondern von Schulen praktisch in Auftrag gegeben wird. Jetzt habe ich hier einige Fragen inzwischen im Chat erhalten, die zum Teil bestimmt auch schon beantwortet wurden. Ich würde sie trotzdem gerne nochmal stellen. Und zwar ist das zum einen die Frage, wie man denn diese Verluste überhaupt nachvollziehen kann, gerade wenn jetzt natürlich auch einfach weniger Aufträge eingehen. Also wie kann man das denn überhaupt beziffern und dann auch wieder was zu erstatten? Und eine andere Frage auch in Bezug auf die Überbrückungshilfen, die sollen ja nun auch irgendwann auslaufen im Sommer Richtung 30.06. Wie soll denn bis dahin wieder Fahrt aufgenommen werden und wie kriegt man denn vielleicht die Leute, die jetzt zu Hause waren und sich an sowas wie vielleicht digitale Konzerte oder eben auch einfach gar keine Kultur mehr gewöhnt haben, wie kriegt man die denn dann dazu, auch wieder kulturelle Angebote zu nutzen? Geht das an mich oder an? Ja, ja gut, also in, was kann ich dazu sagen? Das wird tatsächlich, glaube ich, ein großes Problem sein, das man aber nur mit Vertrauen lösen kann. Und das natürlich auch wiederum die Entwicklung zu beobachten und die Politik gefragt, inwieweit und auch die Medien natürlich die Bevölkerung das Vertrauen ausgesprochen bekommen, dass sie eben auch wieder solche Veranstaltungen besuchen kann. Na, ich sag mal, wenn Panik mache, wenn Panik gemacht wird und es vermittelt wird, es ist aber alles sehr gefährlich, wird das natürlich niemand tun. Dann wird es sich auch nicht lohnen. Dann wird keine Geld verdienen und kein Unternehmen wird davon überleben. Also es kommt da auf die verschiedenen Kompetenzen an. Einmal eben die Hygienerichtlinien, die vielleicht noch eingehalten werden. Dann wiederum die Politik, die sagt, okay, ab jetzt ist es in Ordnung. Und die Bevölkerung, die weiß, was es ihnen wert ist, diese Art des Live-Entertainments wieder zu bekommen und was sie willens ist, dafür zu tun, eben zum Beispiel weiterhin Maske zu tragen und so weiter. Aber das wird schwierig und das wird etwas, woran wir uns alle erst wieder gewöhnen werden müssen. Das wird nicht mit einem Fingerschnipp passieren, das auf keinen Fall. Und was die erste Frage anging, natürlich reden alle von ihren Umsätzen, die praktisch 2019 gemacht wurden.
Ja, also 2020 hat eigentlich fast niemand Umsätze gemacht, hat niemand Geld verdient im Bereich der Kunst- und Kulturschaffenden. Dementsprechend sind natürlich die Umsätze 2019 da, die angezeigt werden, und danach wird sich orientiert. Dass das aber natürlich in jedem Monat anders ist, das hat man gemerkt mit dieser Novemberhilfe, dass natürlich viele Künstler vielleicht zufällig letzten November eben gar nichts verdient haben, weil man eben nicht jeden Monat etwas verdient, sondern manchmal eben auch nur im Sommer oder dann eben erst wieder im Dezember, Januar. Also das ist ein System, das ist dann auch wieder für Kunst und Kultur zu bürokratisch. Also da müsste man irgendwo dann was anderes finden. Man konnte ja dann den Jahresdurchschnitt nehmen zum Beispiel oder irgendwie da den Abschlag berechnen. Aber es ist alles nicht einfach, es ist höchst bürokratisch. Trotzdem sind wir ja dankbar, dass wir in einem solchen Land leben, in dem es eben solche Möglichkeiten gibt, auch Hilfen auszuzahlen, aber es ist eben alles noch nicht so einfach und schon gar nicht schnell. Vielleicht ein Gedanken zu der Frage, wie es denn dann wieder losgehen kann. Also meine persönliche Meinung, mein Gefühl ist, dass schon sozusagen auch künftig weiter Interesse an echten kulturellen, künstlerischen Erlebnissen geben wird. Also ich habe den Eindruck, dass sich viele auch danach sehen, genau das, was wir vorhin schon gehört haben, rauszugehen und zusammenzukommen und gemeinsam irgendwie Erlebnisse zu haben und auch Gemeinschaft zu erleben, dann aus bei solchen Gelegenheiten. Also das Bedürfnis ist da. Sehen wir dann ja an dem berühmten Freitagabend im Supermarkt oder aber, was man sonst so hört, nicht? Also man kann das ja zum Teil verfolgen, es finden ja private Treffen statt, also in auch gerade bei Jugendlichen, die das Bedürfnis nochmal besonders haben, was man eben so dann da so mitbekommt. Also das Bedürfnis ist da und ich glaube, das würde dann auch wieder auf einen, ich sag mal, auf Zuschauerinnen und Zuschauer treffen. Also da bin ich ganz optimistisch. Ich glaube, der entscheidende Punkt, der ist gerade angesprochen worden von Frau Simonette Barum, dass Sie gesagt haben, das Vertrauen, ne, in diese Konzepte muss eben da sein. Und dazu muss dann, glaube ich, auch Politik und Verwaltung und Staat den Beitrag eben tatsächlich leisten. Also meine Wunschvorstellung wäre ja, dass tatsächlich eben man solche Konzeptionen hat, die dann auch vom Gesundheitsamt auch eben bestätigt werden können, wo man dann dadurch auch Verlässlichkeit bekommt. Dann hat der Veranstalter eine Sicherheit. Er hat wirklich das getan, was von ihm erwartet wird. Und das ist dann auch, es muss auch echt sicher sein, ne, für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und die haben eine Gewissheit von wegen, ja, das ist was Vernünftiges. Und der Staat weiß, okay, das ist jetzt ein Rahmen, den können wir verantworten. Das ist jetzt nicht infektionstreibend, wenn dort Menschen zusammenkommen. So, und wenn sozusagen das tatsächlich möglich wäre, das wäre sozusagen ideal. Das setzt aber voraus, dass wir eben tatsächlich diese Leistungsfähigkeit in den Gesundheitsämtern hätten oder haben. Und da habe ich halt im Moment meine Zweifel, wenn wir hören, dass Sie schon mit der Nachverfolgung eben Schwierigkeiten angesichts der aktuellen Zahlen haben, dann ist das natürlich wahrscheinlich im Moment nicht leistbar. Und das ist, glaube ich, eine politische Aufgabe, da hinzukommen und das dann auch in den Verordnungen und diesen ganzen Regelwerken abzubilden mit einer Verlässlichkeit, dass dann auch die Veranstalter wissen, wenn ich das mache, ja, und investiere, so wie wir das ja im letzten Jahr schon hatten, das trifft ja nicht nur die Kunst- und Kulturbranche, sondern auch den Einzelhandel und so weiter, die investiert haben, dann muss das auch am Ende zu einer gewissen Verlässlichkeit führen und zu einer differenzierten Betrachtung. Und was uns sicherlich ein bisschen, auch bei allen Schwierigkeiten, die wir jeden Tag in den Zeitungen lesen können, ein bisschen hoffnungsfroh machen kann, sind dann halt tatsächlich die Impfungen. Also wenn das weiter vorangeht, dann dürfte ja zum Beispiel hoffentlich die gerade die besonders gefährdeten Gruppen besser geschützt werden können und dadurch insgesamt das Infektionsgeschehen hoffentlich eingebremst werden. Also insofern habe ich schon die Hoffnung, ohne dass ich hell sehen könnte, dass wir so über den Sommer und in die zweite Hälfte des Jahres hinein eine Entspannung kriegen, die dann auch sowas ermöglicht, diese Verlässlichkeit zu geben für Kunst, Kultur und alle anderen Bereiche dann auch, ne? Dass wir da dann hinkommen. Das wär mein, also so stelle ich mir das vor zumindest. Allerdings, wie gesagt, ich bin kein Hellseher. Nein, aber da stellt sich eben die Frage, ne, kann man
wird die Politik uns eine gewisse Priorität einräumen. Ich sage mal, wenn man nämlich verreisen, wenn man sich in ein Flugzeug setzen darf, um nach Dubai zu fliegen, warum kann ich mich dann nicht in einen Theatersaal setzen, wenn eben dementsprechend so und so viele Plätze frei sind? Das ist eben die Sache, was steckt dahinter? Das sind natürlich die Gedanken, die einen dann treiben und dann auch wütend machen. Warum ist ein Jahrmarkt nicht möglich, wenn alles an der frischen Luft ist, wenn Maskenpflicht besteht? Wir sind doch in Deutschland, wie ich das so sehe, doch ein recht gesittetes Volk. Also bisher klappt doch alles ganz gut, wenn man mal von den großen Querdenker-Demos absieht, die im Sommer da waren. Daraus sind aber jetzt auch, sage ich mal, jetzt nicht die Riesenzellen entstanden, meine ich, haben wir jetzt auch nicht so gehört. Also die frische Luft hilft ja wohl anscheinend. Also vielleicht ist das etwas, woran man sich ein bisschen hängen kann und sagen kann, gewisse Open-Air-Geschichten werden dann doch eher erlaubt. Ich war selbst Teil einer wunderschönen Open-Air-Produktion jetzt im Sommer, in Sommervarieté, mit so einem Kinderland. Das war alles wunderbar. Menschen konnten gezählt werden, der Einlass wurde begrenzt. Soweit ich weiß, ist daraus jetzt auch nichts entstanden. Also es hat alles gut funktioniert. Das macht einem natürlich Hoffnung. Man will nur wissen, wird der Staat einen irgendwo absichern? Wird der Staat einem auffangen? Darum geht es eben für die Solo-Selbstständigen und für die angesprochenen Betriebe, die einfach nicht vergessen werden dürfen. Hier wurde jetzt ein Betrag auch in den Chat gestellt, und zwar 7.500 Euro. Das ist die Höhe der Pauschale, die ausgezahlt werden kann. Mhm. Und da ist die Frage, wer kann denn von 7.500 Euro über jetzt bereits ein Dreivierteljahr, wer kann davon überhaupt leben und wie kommt diese Zahl eigentlich zustande? Also wie kommt sie da? Also da muss ich schauen. Es gibt ja sozusagen, also das kommt darauf an, worauf sich das jetzt bezieht. Das war die Soforthilfe im letzten Jahr teilweise. War genau, zwischen 5.000 und 9.000 Euro. Es gibt eine ganze Reihe von Programmen ja mittlerweile, von Überbrückungshilfe, Soforthilfe, von einem Landesprogramm, Niedersachsen dreht auf, von Darlehensprogrammen und so weiter. Also es gibt so vereinfachter Zugang zu Grundsicherung sozusagen, das sind so verschiedene Modelle. Und da zumindest bei dieser Überbrückungshilfe 3 nennt sich das, ist diese sogenannte Novemberhilfe, da wird auf 50% des Referenzumsatzes 50% des Referenzumsatzes werden angemessen, so, und der Referenzumsatz sind 50% des Gesamtumsatzes 2019. Also da komme ich dann auf die 25% des Jahresumsatzes 2019 im Ergebnis, und da habe ich die maximale Höhe von 7.500 Euro. Genau, das müsste dann diese Novemberhilfe, die Überbrückungshilfe 3 sein. Und das ist natürlich angesichts, hatte ich vorhin verstanden, diese Petition, die geht so auf 1.180 Euro. So, dann bin ich bei 7.500, noch nicht bei, wenn ich 1.180 mal ein Dreivierteljahr nehme, dann bin ich über 7.500, aber ungefähr in der Größenordnung, also ich näher mich dem wenigstens an. Also wenn man das als Referenzgröße nimmt, dann scheint diese 1.180 eine Größenordnung zu sein, die offensichtlich ja als Minimum, also als Mindestbedarf gesehen wird, und da scheint dann diese 7.500 eine Größenordnung zu sein, die möglicherweise in die richtige Richtung geht. Das kann ich aber nicht abschließend beurteilen, ob das jetzt... Also ich weiß auch, dass die Leute, die das bekommen sind, haben durchaus dankbar sind und waren. Die Angst stand nur im Raum, dass man das eben zurückzahlen müsste. Okay. Ich habe selbst Familienmitglieder, die eben diese Soforthilfe bekommen haben, andere eben nicht. Da würde ich auch auf die Barrikaden gehen, wenn es jetzt hieße, da müsste irgendwas zurückgezahlt werden. Warum? Unter welcher Begründung? Ne? Weil denn darum geht es dann wieder um diese Fixkosten, dass vielleicht die Fixkosten nicht angehend diese Summe erreicht haben, aber es musste ja leben, es musste ja überleben, also man musste ja überleben. Ne? Und dementsprechend, ich bin gespannt, was da noch kommt, und beobachte das sehr genau, was da eben im Bekannten- und Verwandtenkreis passiert, was diese Soforthilfen angeht. Denn das kann es, finde ich, eben nicht sein, dass dann der Staat kommt und sagt, okay, Sie haben eben nichts angemietet für die Zeit, Ihre Fixkosten waren nicht hoch genug, aber Sie mussten leben, Sie mussten essen, Sie mussten trinken, Sie mussten Miete für Ihre Wohnung eben bezahlen. Und das wurde da, sage ich mal, in diesem Schnellschuss wahrscheinlich nicht berücksichtigt. Ja, in der Tat, wie einiges nicht berücksichtigt wurde dann, wenn man, was man so gehört hat, dann. Ja, das ist, also
Ich bin gerade etwas überrascht, sozusagen, weil das eigentlich muss das selbstverständlich sein, ne, dass diese Gelder verbleiben. Also dass da, weil das ja, wie Sie sagen, gerade bei den Solokünstlern ist das ja und Solo-Selbstständigen, da geht es um Lebensunterhalt. Ne? Mhm. Es geht nicht um irgendwelche Kosten, die sonst wo da sind, noch abzudecken, sondern es geht darum, dass die Miete bezahlt werden kann und es geht darum, dass die Lebensmittel bezahlt werden können. Also wirklich Basisversorgung, die sichergestellt ist. Da ist nichts zum Zurückzahlen. Ne? Also, ja, also das ist eben schwierig. Dann haben wir natürlich noch das Modell der Kurzarbeit. Viele Firmen nutzen ja die Kurzarbeit. Zum Glück, mein Bruder zum Beispiel arbeitet für den Zirkus Krone in München. Er ist auch einer der wenigen Mitarbeiter, die bleiben durften, der auch in Kurzarbeit ist seit ein paar Monaten. Da sind natürlich auch keine großen Sprünge möglich, auch speziell in München nicht. Aber was soll man auch machen? Also man bleibt, man beschäftigt sich, man schaut auf seine Ausgaben und wieder weitergeht. Aber ich sag mal, das sind natürlich Hilfen, die nutzen, die bleiben müssen, damit eben so große Unternehmen wie zum Beispiel der Zirkus Krone, der ansonsten weit über 300 Mitarbeiter hat, eben auch weiter bestehen kann. Ein Landesprogramm, das es unter anderem gibt, heißt Niedersachsen dreht auf. Da kam hier die Frage an die FDP, ob sie das Bestreben haben, sich für eine Verlängerung dieses Programms einzusetzen. Insbesondere, weil es auch Abhilfe bei einer Wiedereröffnung schaffen kann. Ja, also aus meiner Sicht macht das Programm Sinn, dass man hier dann tatsächlich unterstützt, wenn es denn dann wieder losgeht. Ne? Also das Programm ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt auch dann erstmal wieder zum Erliegen gekommen, weil es quasi dem Lockdown ja wieder die Veranstaltungen zum Opfer gefallen sind, die dort unterstützt werden könnten. Und das scheint mir eine sinnvolle Idee zu sein, dann tatsächlich auch hier als Land das aktiv zu unterstützen und da einen Beitrag leisten zu können über das hinaus, was der Bund macht und machen muss zur Unterstützung, zur Überbrückung der Corona-Lockdown-Zeit sozusagen, um dann auch wieder voranzugehen. Ja, würde ich vorbehaltlos unterstützen wollen. Sehr schön. Wir haben einen Aufruf bekommen, dass es eine Diskussion braucht. Ich vermute, dass es eine generelle Diskussion gebraucht, aber ich werde sie auch hier schon mal anstoßen zwischen Ihnen beiden. Und zwar lautet die Frage, was macht es eigentlich mit der Gesellschaft, wenn ihr die Kultur so wie jetzt abhanden kommt? Ja, also ich finde, das macht eben sehr viel Schlimmes mit der Gesellschaft. Das ist genau das. Ich glaube, dass man grundsätzlich einfach schon merkt, wie ja so ein bisschen härter, ein bisschen kälter einfach der Umgang miteinander geworden ist, gerade weil man versucht, sich natürlich auch aus dem Weg zu gehen. Ich merke das im Supermarkt. Man schaut ja Menschen schon gar nicht mehr an, weil man Angst hat, die Leute würden meinen, man möchte ihnen zu nahe kommen. Also man guckt zur Seite, man versucht nicht in die Richtung zu atmen. Und das alles zieht sich natürlich auf alle Begegnungsstätten, die wir überhaupt noch haben, sei es jetzt auf dem Bahnhof, Gleis, eben im Zug, an der Raststätte oder eben im Supermarkt oder in der Schlange vor der Apotheke. Also das Klima wird härter und wir brauchen alle wieder diese Live-Interaktionen. Wir brauchen die Kunst, wir brauchen die Kultur, um ja so einen gewissen, wie sage ich mal, ein gewisses Niveau in der Gesellschaft zu halten. Das finde ich ganz wichtig. Und da ist es auch eben ganz egal, worum es da geht, ob es jetzt ein Hardstyle, ein Techno-Konzert ist oder ob es eben die klassische Musik ist, die man in der Kirche genießen möchte. Wir brauchen diese individuellen Live-Erlebnisse für alle Mentalitäten und für alle Altersgrenzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn wir uns alle eben nur noch in unsere Komfortzone zurückziehen und eben nicht mehr nach rausgehen und nicht mehr interagieren mit anderen Menschen und unsere Gehirne auch nicht mehr füttern, mit echten Menschen, mit Sprache, mit Musik, mit Aktionen, dann verkümmert die Gesellschaft definitiv. Also das ist eine echte Gefahr, denn das passiert im Grunde genommen ja jetzt schon, dass wir es verlernen, zu interagieren mit Menschen, dass wir es verlernen, Gespräche zu führen, weil wir alle nur noch daddeln, weil wir alle nur noch auf unsere Handys gucken oder uns eben irgendwelche Filme reinziehen. Aber es findet keine gelebte Interaktion mehr statt. Das findet statt, wenn der Mensch nach draußen geht und eben sich Live-Erlebnisse gibt oder eben auch ins Kino geht. Es muss nicht immer live sein, aber es muss etwas sein, das eben von außen auf uns zukommt und über das wir uns austauschen können mit anderen Menschen. Ja, kann ich nur unterstreichen. Also das sind verschiedene Funktionen, glaube ich, die da echt von zentraler Bedeutung sind. Und so als Jurist neige ich ja immer zur Verfassung und zu gucken. Und Kunst und Kultur sind halt aus guten Gründen besonders geschützt auch, ne, weil sie eben zentraler Bestandteil unserer Gesellschaft sind. Und ich verstehe es oder sehe es besonders als einmal in Form von
Stiften von gesellschaftlichen Zusammenhalt, also weil wir eben nicht als Individuen irgendwie überlebensfähig wären. Ich glaube, der Mensch ist ein sehr kommunikatives Wesen, braucht sozusagen eine Gesellschaft, auch aus einer liberalen Perspektive, die das Individuum vielleicht in den Mittelpunkt stellt. Ohne Gesellschaft gibt es keine Individuen am Ende. Ne? Also insofern, man braucht sozusagen diese Gemeinschaft und diese Zusammenhalt und Gemeinschaft wird durch Kultur gestiftet und so wie eben auch schon gesagt, eben auch in Teilbereichen. Ne? Es gibt ganz unterschiedliche Kunst- und Kulturformen und dann dort treffen sich Menschen, die diese Gemeinsamkeit haben, die mögen das, diese Ausdrucksform und die künstlerische Darstellung. Und das Zweite, was mir dazu einfällt, ist, dass Kunst und Kultur eigentlich Instrumente der gesellschaftlichen Kommunikation sind. Also wir haben ja nicht viele Räume, wo man irgendwie breit in größere Menschenmengen hinein oder miteinander kommuniziert oder vielleicht auch Themen aufgreift, die irgendwie verkopft in der Talkshow sind, ist das eine, aber man kann sie eben auch künstlerisch aufgreifen und damit auch einen Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte bringen. Und da ist Kunst und Kultur, glaube ich, von ganz zentraler Bedeutung. Wir haben, glaube ich, eben nicht viele andere Räume und Möglichkeiten, solche Debatten zu führen, wenn sie nicht gleich immer im Talkshow-Format sein sollen, sondern eben anders. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und wenn uns das dauerhaft wegbrechen würde, würde das, glaube ich, auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt überhaupt, auf die Frage, was macht die Gemeinsamkeiten in einer Gesellschaft aus und tatsächlich auch die Diskurs- und Diskussionsfähigkeit in der Gesellschaft würde wegbrechen. Es würden diese Kommunikationsräume wegbrechen und wir würden auch eine viel, viel gespaltenere Gesellschaft erleben, als wir das ohnehin in Teilen schon haben, wo sich immer mehr abgeschottete Räume bilden, also dann durch Social Media getrieben insbesondere, wo wir die berühmten Bubbles haben. Ich glaube, das würde sich verstärken. Aber das ist so, also deshalb ist das wirklich von zentraler Bedeutung. Das muss man, glaube ich, klar machen für die Gesellschaft, für eine freiheitliche Gesellschaft, die Räume für Kunst und Kultur aufrechtzuerhalten und das zu sichern. Ich habe auch gerade im Chat gelesen, es hat jemand geschrieben, dass eben in der ganzen Kindergeneration gerade eben diese Interaktionen fehlen, künstlerisch sich eben auch auszuleben mit anderen Kindern in Lehrgängen, im Tanzunterricht, im Musikunterricht, in den Vereinen. Das ist natürlich auch gerade für die Kinder gerade sehr, sehr schwierig, weil sie eben auch nicht in die Schulen gehen können. Und ich hoffe einfach nur, dass daraus so ein bisschen auch ein Ruck durch die Elternschaft geht, dass wenn es dann eben wieder möglich ist, nach draußen zu gehen, man eben auch die Kindheit mit Kindern erlebt. Und zwar durch echte Live-Erlebnisse und diese ihnen auch irgendwie möglich macht, auch seitens der Schulen dann wieder auch mehr macht, um eben Kindern auch aus Haushalten, die sich vielleicht eben nicht so leisten können, in den Zirkus oder ins Theater zu gehen oder ins Kino, da eben mehr Angebote möglich zu machen, dass Kinder sich eben künstlerisch ausleben können und interagieren können. Denn die Eltern gehen gerne am Wochenende ins Möbelhaus und lassen die Kinder da im Bällebad, so nach dem Motto, das war dann der Ausflug. Das darf es nicht sein und da darf es auch nicht wieder hin. Also es sollte irgendwo einen Ruck durch die Gesellschaft gehen, damit jeder auch merkt, was jetzt schmerzlich vermisst wurde und was eben gerade auch Kinder an Reizen und Inspirationen brauchen. Einige haben ja nun den Versuch unternommen, den künstlerischen Bereich auch ein bisschen ins Digitale zu übersetzen, quasi, also insbesondere im musikalischen Bereich. Dann gab es Digitalkonzerte, die auch beworben wurden und so weiter. Kann das vielleicht ein bisschen Abhilfe schaffen, bis wir uns dann endlich auch wieder persönlich in Konzertsälen treffen können? Na, was soll das bringen? Also ganz ehrlich bin ich da sehr, sehr kritisch, denn es bringt dem Künstler in dem Moment vielleicht eine kleine Freude, eben sein digitales Publikum zu haben, aber es bezahlt ja niemand dafür. Ne? Also außer, ich sag mal, man hat da irgendwo ein Abonnement oder kommt mit Code irgendwo rein, ist das ja grundsätzlich etwas, was umsonst gezeigt wird. Und das kann es ja auch nicht sein. Die Künstler leben ja davon. Das heißt, man kann das mal machen. Das ist sicher schön. Ich habe mir auch schon jetzt Zirkusprogramme digital angesehen oder eine Übertragung aus dem Theater in London. Aber langfristig ist das nichts. Nein, wir wollen ja bezahlt werden. Wir müssen bezahlt werden für unsere Kunst. Das ist eben nicht etwas, was man einfach nur mal als Hobby macht, um den Rest der Welt zu bespaßen, sondern das ist ein Lebensunterhalt. Das ist eine Art zu leben. Und diese Art zu leben braucht Live-Publikum und soll es auch wieder bekommen. Also es ist für mich eine Sache, die ich auch sehr, sehr kritisch gesehen habe, wie viele Kollegen sich da, sage ich mal, ein bisschen ja eben für lau
dann auch dafür hergeben. Das kann man mal machen, eben um seine Mitmenschen zu bespaßen, um positive Vibes zu verbreiten. Sicherlich, aber das ist kein Ersatz. Das ist kein Ersatz. Würde ich auch aus der Zuschauerperspektive oder Publikumsperspektive teilen. Das Live-Erlebnis ist halt ein gänzlich anderes und vielleicht auch die Gelegenheit, mit dem Künstler selber ins Gespräch zu kommen und zu interagieren. Da wird es dann, finde ich, ja richtig spannend, wenn man die Gelegenheiten hat, weil das halt ganz andere Perspektiven und Lebensentwürfe zum Teil sind, die aber total interessant sind. Das auch, also eine andere Art zu leben und zu denken und sowas kennenzulernen. Und das ist bereichernd. Und das ist, finde ich, geht mir immer so, ist gerade bei Künstlern vielfach so, weil die einen ganz anderen Blick auf Dinge haben. Und deshalb glaube ich, wäre das, kann das durch virtuelle Formate nicht ersetzt werden. Also das halte ich auch auf Dauer und ich in der Tat, wenn dann noch der Eindruck entsteht, dass das Ganze irgendwie ja auch online geht und irgendwie quasi ja umsonst oder nichts kostet, also das halten ja die Künstler nicht lange durch, ne? Also dann wird das über kurz oder lang eben bedeuten, dass die Vielfalt abnimmt, dass die Kreativität abnimmt oder es ganz verschwindet und da haben wir ja gerade drüber gesprochen, das ist absolut zu vermeiden. Deshalb sollte man sehr schnell versuchen, wieder zu Präsenz zurückzukehren und gar nicht darauf zu hoffen oder zu glauben, dass das durch digitale Formate ersetzbar sei. Es kam auch hier im Chat der Hinweis, dass insbesondere auch der Applaus und die Reaktion des Publikums ja auch zusätzlich zur Gage nochmal eine Belohnung und Entlohnung auch für den Künstler sind. Das wird natürlich auch schwierig, wenn das alles digital ist. Machen Sie sich denn da Sorgen, dass vielleicht die aktuellen Entwicklungen auch dazu beitragen, dass digitale Formate immer mehr werden und vielleicht auch zu einer Art Konkurrenz werden für Live-Veranstaltungen? Tatsächlich nicht mehr, denn da ist einfach der erste Hype vergangen. Ich glaube, jetzt überwiegt einfach auch die Sehnsucht danach, das alles live zu erleben. Das war am Anfang, im ersten Lockdown, etwas, das eben Freude gemacht hat, das einem das Gefühl gegeben hat, man kann eben noch solche großartigen kulturellen Erlebnisse erleben, auch wenn man nicht nach draußen darf oder eben sie nicht besuchen kann. Das ist meiner Meinung nach inzwischen abgeebbt. Also die Leute wollen tatsächlich das wieder erleben. Es darf eben aber einfach auch keine Delikatesse werden. Und deswegen darf man dann eben auch nicht zu lange warten und vor allen Dingen, darum geht es ja jetzt gerade, wir können ja eben nicht beeinflussen, wie lange wir noch so sehr aufpassen müssen. Aber die Politik kann dafür sorgen, dass eben die Kulturstätten nicht aussterben, dass diese Kulturstätten dann noch da sind, wenn eben etwas wieder erlaubt ist. Und da gehört eben Hilfe dazu, dass die Theater überleben, dass die Clubs überleben, dass die Veranstaltungssäle, dass die Varietés, dass die Zirkusse und dass die Schausteller überleben, bis es eben wieder weitergehen kann. Denn sonst haben natürlich dann wir ausführenden Sänger, Schauspieler, Tänzer und Artisten auch keine Auftrittsmöglichkeiten, wenn unsere ganzen Auftraggeber und Veranstalter in die Insolvenz getrieben wurden. Wir hatten ja gerade, ich stelle jetzt vielleicht langsam auch die letzten Fragen, weil wir sogar schon kurz vor 8 haben. Es ging wieder sehr schnell vorbei heute die Zeit. Aber ein, zwei Fragen kriegen wir vielleicht noch hin. Und zwar gab es ja zu Beginn der Krise, insbesondere im April und März, ein Spukwort, das immer durch den Raum geisterte. Das war die Systemrelevanz. Wenn wir uns jetzt auch wieder möglichen Öffnungen irgendwann widmen können, in ein paar Wochen, Monaten, wie auch immer, dann wird es ja vielleicht auch eine gewisse Reihenfolge geben, mit der Dinge wieder eröffnet werden können. Und wie steht es denn dann um die Kultur und um die Kunst? An welcher Stelle würden die kommen, sollen, müssen? Und was sagt die Politik vielleicht auch dazu? Ist die Gruppe groß genug, damit die Politik sich dann dieser Gruppe auch widmet? Also ich würde... Also Kultur ist systemrelevant, so vorweg. Ja. Das, ich glaube, das ergibt sich aus den Gedanken, die wir eben schon besprochen hatten. Bei der Frage der Öffnung meine ich, dass man das in erster Linie von der Gefahr, von den Beiträgen zur Infektionsdynamik abhängig machen muss. Und insofern verbietet sich, glaube ich, auch eine pauschale Betrachtung ganzer Branchen, weil es gibt im Kultur- und Kunstbereich Sachen, die sind völlig unproblematisch möglich. Ja, und wo entsprechende Konzepte umgesetzt werden. Also zum Beispiel das Theater, das eben über ein Belüftungssystem verfügt oder das eben nur mit einer entsprechend geringen Anzahl von Personen besetzt wird, sodass es kein Infektionsrisiko da ist. Und dann sind die sehr früh, meine ich, eben zu berücksichtigen. Und dann gibt es
sicherlich auch künstlerische Formate, wo viele Menschen auf engem Raum zusammen sind, die dann wahrscheinlich anders zu beurteilen sind. Also insofern, denke ich, wird man das sehr differenziert betrachten müssen. Und genau diese Leistung, meine ich, sollten wir den Anspruch mindestens haben, dass der Staat diese Differenzierungsleistung versucht zu erbringen. Und nicht sozusagen eine ganz große Box macht und sagt, ja, das ist jetzt irgendwie der Einzelhandel pauschal und das ist Kunst-Kultur pauschal und der eine kommt dann und der andere dann, sondern man muss sich schon sehr genau angucken, um welche Handlung, welches Verhalten es denn im Einzelfall geht. Und da mag ein bestimmtes Einzelhandelskonzept noch nicht zu öffnen sein, weil es einfach nicht, weil es noch zu viel Infektionsgefahr in sich trägt, aber ein kulturelles Angebot sehr wohl schon zu öffnen sein, weil es eben unproblematisch möglich ist. Und selbst, das sozusagen nur als Randbemerkung, also auch Konzerte mit Bläsern zum Beispiel sind denkbar, wenn die quasi wie FFP2-Maskenfilter vor ihre Trompetenöffnungen machen. Ist alles, also wissenschaftlich nachgewiesen, gibt es entsprechende Messungen, die sagen, super, da kommt nichts bei raus. Also es gibt da Lösungen und die müssen dann berücksichtigt werden bei dieser Frage der Öffnungen. Und deshalb denke ich, würde ich versuchen, rauszukommen aus so pauschalen Betrachtungen und hinzukommen zu differenzierten Lösungen. Und die müssen in so einem Stufenplan anhand von nachvollziehbaren Kriterien, ne? Also das ist ja auch das Stichwort, das eine ist Verlässlichkeit, das andere aber auch aus meiner Sicht Nachvollziehbarkeit. Also man muss wissen, warum ist das jetzt eigentlich so? Und das muss dadurch auch eine gewisse Fairness begründen am Ende. Und dann, glaube ich, wird das auch in der Diskussion einen ganz anderen Schlag kriegen, als wenn so immer gesagt wird, ja, die Kultur kommt irgendwie, keine Ahnung, in Stufe 5 oder sowas. Ja, das ist völlig nicht sachgerecht, weil es überhaupt nicht maßgeblich ist, also weil maßgeblich sein muss, so muss man sagen, wie ist das Infektionsgefahr bei dem einzelnen Verhalten. So, und da muss man differenzieren, denke ich. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt auch gerne die letzte Frage stellen, bevor wir dann gleich unsere Veranstaltung auch beenden. Und zwar, wenn es dann irgendwann wieder Konzerte gibt und wieder Veranstaltungen gibt, wieder Zirkus gibt, wir also alle kulturellen Möglichkeiten wieder ausschöpfen können, was hat sich vielleicht bis dahin verändert? Und vielleicht auch nochmal die persönliche Frage an Frau Simoneit, was wünschen Sie sich für dann? Ich wünsche mir, dass die Leute wertschätzen, wie wichtig es eben ist, mit der Familie, mit den Liebsten, mit den Freunden Live-Veranstaltungen zu besuchen, eben das Haus zu verlassen, um eben etwas Wirkliches, etwas Echtes zu erleben und vor allen Dingen sich aus dieser komischen kapitalistischen Bubble zu verlassen, in der wir gerade alle sind, also nur zu Hause zu sein und zu konsumieren, eben auch Dinge zu kaufen, sich voll zu müllen mit allen möglichen Gegenständen, die man eigentlich nicht braucht, denn wir brauchen die Freiheit, eben auch wieder dieses Haus zu verlassen, draußen zu sein und zu interagieren mit Menschen und mit den Dingen, die uns Spaß machen, sei es eben Live-Musik, sei es Theater, sei es Artistik, sei es eben große Konzerte oder eben einfach auch nur wieder in einen Club zu besuchen und tanzen zu gehen. Also ich möchte, dass die Menschen das wertschätzen und rausgehen. Und wir bereiten ja gerade in Bad Gandersheim die Landesgartenschau vor, die erste in Südniedersachsen. Und da wird zum Beispiel unser Fokus auch ganz groß darauf legen, den Menschen mehr Lebensqualität zu zeigen und auch im Unterhaltungsprogramm zu zeigen, was mehr Lebensqualität bedeutet, was man miteinander machen kann, was man in seinem Garten machen kann, in seinem Park mit Menschen und was es eben auch für regionale und überregionale tolle Künstler und Möglichkeiten gibt für Groß und Klein. Und das wünsche ich mir, dass die Menschen das eben wertschätzen und das auch wieder annehmen. Und diese Bubble, in der wir uns jetzt eben alle befanden, seit Anfang letzten Jahres bereits, dass wir das ein bisschen hinter uns lassen. Also dass wir uns nicht so schnell wieder auf unsere Couch zurückziehen, sondern es dann eben auch genießen, draußen zu sein und unser wundervolles kulturelles Angebot, das wir in Deutschland und Europa haben, eben auch annehmen und eben vielleicht auch nicht gleich wieder um die Welt fliegen müssen, sondern in Europa bleiben und das alles genießen, was es hier zu sehen und zu hören und zu erleben gibt. Stefan Birkner, ich kann mich dem nur anschließen. Keine weiteren Wünsche.
Sehr gut. Hier kam auch der Hinweis nochmal im Chat. Es gibt ja auch sehr große Räume, zum Beispiel in Schulen, die man vielleicht dann auch benutzen kann, um vielleicht auch schon etwas früher wieder Konzerte oder ähnliche Veranstaltungen zu machen. Ich denke, das alles sollte sehr schnell möglich sein, wenn die Politik da eben auch ein bisschen Vertrauen hat und vor allen Dingen auch daran glaubt, dass das wichtig ist. Also ich sehe da auf jeden Fall Möglichkeiten und ich glaube, es würde uns alle gesünder halten und gesünder machen, wenn wir das dann eben auch dürfen. Dann hoffen wir, dass es bald wieder soweit ist. Ich glaube, von unserer Couch haben wir erstmal alle genug. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Veranstaltung. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen allen Zuschauern bedanken, dass Sie sich heute Abend die Zeit für uns genommen haben, insbesondere aber natürlich auch bei Dr. Stefan Bürgner und Rebecca Simonat-Barum, dass auch Sie sich die Zeit heute Abend für uns und für die Fragen genommen haben, hier Rede und Antwort zu stehen und Ihre Appelle und Wünsche loswerden zu können. Natürlich haben wir auch in Zukunft wieder spannende Veranstaltungen. Mehrere sind schon in Planung. Das heißt, wir hoffen, dass wir Sie alle auch in Zukunft wieder begrüßen dürfen. In den Chat finden Sie auch einen Link, wo Sie sich in unseren Verteiler dafür eintragen können. Wir versprechen auch, dass wir Sie nicht zuspammen werden, aber da bleiben Sie dann auf dem Laufenden über all unsere zukünftigen Veranstaltungen. So, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke.